aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, O Herr. Nachdem Johannes der Täufer ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon, die auf dem See die Netze auswarfen. Sie waren nämlich Fischer. Da sagte er zu ihnen: Kommt her, mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Als er ein Stück weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Sie waren im Boot und richteten ihre Netze her. Sogleich rief er sie. Und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit seinen Tagelöhnern im Boot zurück und folgten Jesus nach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Schwestern und Brüder in Christus, dem Herrn, auch alle, die am YouTube diese Predigt hören, ich begrüße euch zum dritten Sonntag im Jahreskreis. Wir sind noch ungefähr einen Monat vor der Fastenzeit und doch ist heute der Ruf zur Umkehr ein zentrales Thema. In der Lesung aus dem Buch Jona hören wir, dass Jona soll nach Ninive gehen und die Leute zur Bekehrung, zur Umkehr aufrufen, und die Leute tun das. Und im Evangelium gibt es diesen sehr zentralen Satz: Kehrt um. So hören wir es zumindest wahrscheinlich emotional am stärksten. Kehrt um. Und wir Christen machen das oft so, wir haben das oft so gemacht, über Jahrzehnte, Jahrhunderte womöglich, dass wir den Leuten gesagt haben: Du musst dich bekehren, du musst das aufhören, du musst dieses und jenes lassen, du musst mehr in die Kirche gehen, du musst mehr beten. Oder noch besser, du musst das genau beten, denn sonst kannst du es eh vergessen. Und Leute, die sowas hören, die schnallen das meist gar nicht. Und dann wenden sie sich ab. Bin überzeugt, viele meiner Zuhörer werden sagen: Ja, das habe ich erlebt. Als Ehepartner, als Mutter, als Oma, als Opa, als Vater, als Freund, als Arbeitskollege, als Nachbar und Nona, einer, der mit mir in der Pfarre arbeitet, hat auch den Kopf geschüttelt und sich abgewendet. Vielleicht sogar der Pfarrer, dem du es versucht hast beizubringen. Liebe Brüder und Schwestern, schauen wir uns dieses Wort heute im Evangelium einmal ganz genau an. Ganz genau. Was steht denn da? Da steht nicht nur kehrt um, sondern da stehen ganz andere Sachen noch. Da steht: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Wir sind in diesem Lesejahr B, bekanntlich ist es der zweite Buchstabe im Evangelium, von daher der zweitgeordnete Evangelist im Neuen Testament, Markus. Und es ist das erste Kapitel, die ersten 20 Verse, in denen sind wir. Die Taufe Jesu wird geschildert, die haben wir vor zwei Sonntagen gehört, und jetzt eben diese ersten Worte Jesu: Kehrt um. Aber vorher: Die Zeit ist erfüllt,
Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Was heißt, die Zeit ist erfüllt? Das ist ein Wort, das könnte man so übersetzen. Wir alle würden uns sehnen, dass das jetzt käme. Jetzt ist es soweit, es gibt eine Lösung in der Corona-Pandemie. Könnte man übersetzen, auch in der Bibelsprache. Die Zeit ist erfüllt, die Corona-Pandemie ist vorüber. Sie spüren, was ich sagen will. Oder wir sagen als Eltern unseren Kindern, die Zeit ist erfüllt, heute Nacht fahren wir in den Urlaub. Besser, jetzt ist es soweit, Kinder, heute Nacht geht's los. Die Zeit ist erfüllt, heißt übersetzt, jetzt ist es soweit, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Komm, steh auf. Das ist die Zeit, ist erfüllt. Aber warum? Das Reich Gottes ist nahe. Und liebe Brüder und Schwestern, Hand aufs Herz, wissen wir, was Reich Gottes ist und was damit gemeint ist? Vielleicht denken wir, das ist das, was nach dem Tod kommt, aber da wollen wir ja noch gar nicht hin, denn wir wollen ja noch nicht sterben. Es geht aber darum, dass das Reich Gottes ein Geheimnis ist. Und das ist sehr schwer zu erklären. Aber ich möchte das Pferd von hinten aufzäumen und einmal sagen, was ist denn unser Reich, das wir kennen? Unser Reich ist das Reich dieser Welt. Und im Reich dieser Welt haben wir alle gelernt, wir sind alle alt genug, außer unsere kleinen Kinder, die heute da sind, die werden das wahrscheinlich noch lernen, aber wir haben es alle gelernt. Im Reich Gottes dieser Welt muss man klug sein, man muss sich auskennen, man muss Oberwasser haben, denn man muss gut sein, man muss attraktiv erscheinen, man muss was können, man muss den anderen beeindrucken, man muss Anerkennung finden und zur Not muss man da die Defizite, die nachteiligen Bereiche im Leben verstecken. Man lernt es womöglich zu lügen und den anderen zu täuschen. Man kriegt Liebe nur für Leistung. Und wenn man unter die Räder kommt und diesen Dingen nicht entspricht, naja, dann hat man es halt verbatzt. Und dann kommt man unter die Räder. Und man muss Geld verdienen. Denn wenn du kein Geld hast, dann kannst du eh nicht durchkommen, dann kannst du es eh schon vergessen. Im Reich dieser Welt ist es ziemlich schwer zu leben, aber wir alle haben das irgendwie gelernt. Sonst wäre man immer da. Im Reich Gottes ganz anders. Du bist geliebt vor jeder Leistung und trotz aller Schuld. Du bist angenommen, weil du bist, nicht weil du was richtig gemacht hast. Du kriegst alles geschenkt. Gott schenkt dir den Himmel, dafür hat er mit seinem Leben am Kreuz bezahlt. Du lebst aus der Vergebung und du darfst vergeben. Du darfst das leben, wo du am meisten daraufhin geschaffen bist, nämlich auf die Liebe, nämlich du wirst geliebt, brauchst keine Angst drum haben, dass es nicht so ist, und du darfst lieben. Und keine Angst haben, dass du zu kurz kommst. Jesus lädt dich ein auf dieses Schiff, wo das gelebt wird. Und für das sollst du dich, darfst du dich, bist du eingeladen, dich zu entscheiden. Das ist kehrt um. Nichts anderes. Keine Zuckerl nicht essen, das ist nicht kehrt um. Nicht auf dem Boden schlafen anstelle im Bett, das nicht kehrt um. Das ist vielleicht eine Bußübung. Kehrt um ist, dich Christus zu wenden und wirklich ihm nachzufolgen, seine Liebe zu konsumieren, an ihn zu glauben, das Wunderschöne am Reich Gottes zu verkosten. Und die Erfahrung ist immer, wir springen immer hin und her, auch wenn wir uns schon bekehrt haben zwischen Reich Gottes und dieser Welt. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, dahin zurückzukehren. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben noch eine eigenartige Lesung heute, die zweite aus dem ersten Korintherbrief, wo es heißt, wer
eine Frau hat, soll so leben, als habe er keine. Wer weint, als weine er nicht. Wer sich freut, als freue er sich nicht. Wer Eigentümer wird, wer etwas kauft, als würde er nicht Eigentümer. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Und da könnten wir sagen, na, das ist ein Wort, das ist komisch. Ich soll eine Frau haben und so tun, als habe ich keine, ist ja schrecklich, oder? Wir müssen es in diesem Sinne verstehen, dass Gott uns sagt, mach die Dinge dieser Welt, auch die allerwichtigsten, die dich emotional am meisten berühren, niemals so sehr zu deinem Mittelpunkt, dass sie an die Stelle Gottes rücken. Denn alles vergeht. Deine Freude, deine Angst, deine Trauer, auch deine Ehe hat ein Ende, durch den Tod spätestens. Und wenn du Gott zu deinem Ersten machst, dann kann dich nie etwas so treffen, dass es dich umhaut. Schon schwanger, aber nicht umhauen. Und das wünsche ich dir, lieber Bruder, liebe Schwester, an diesem Sonntag. Das wünsche ich dir für dein Leben, dass du erkennst, was Reich Gottes ist, dass du die Freude der Bekehrung lebst und dass dich nichts umhaut. So segne dich der allmächtige Gott, er schenke dir die Gnade des Heiligen Geistes, die dein ganzes Herz erfüllen soll, dass dich nichts mehr umhauen kann. Und er schenke dir die Gnade, immer mehr im Reich Gottes zu leben und dort die Brüder und Schwestern zu finden, die das auch versuchen zu leben. Und dadurch immer tiefer in deine Grundbestimmung als Mensch, worauf du hingeschaffen bist, hineinzukommen, nämlich in die Liebe. Das gewähre dir der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Einen gesegneten Sonntag allerseits.